kommerzielle Speicher sollen immer mehr leisten, sollen immer mehr Funktionen integrieren und möglichst wenig kosten. Wie das zusammenpasst, erfahren Sie jetzt. Ich stehe hier am Stand von Fennecon und spreche jetzt mit Franz-Josef Fallmeier, Geschäftsführer von Fennecon. Herr Fallmeier, was unterscheidet Heimspeichern von Gewerbespeichern? Ja, technische Unterschiede sind, dass der Heimspeicher meistens mittlerweile DC gekoppelt ist, weil es einfach einfacher macht mit der PV-Anlage und der Heimspeicher klar irgendwo PV dominiert ist, in der PV-Kombination auftaucht. Ein Gewerbespeicher ist eigenständiger, also wird oft ohne PV-Anlagen errichtet, ist in der Regel AC gekoppelt, ist auf höheren Spannungsebenen unterwegs und dort geht es vor allem immer um Leistung. Was kann ich an Bi- und Entladeleistung zur Verfügung stellen? Und welche Rolle spielt denn zum Beispiel die Elektromobilität im Geschäft mit Gewerbespeichern? Also das ist ja eine Anforderung, weil Sie sagen Leistung. Ne? Wie kommt das bei Ihnen an? Eine ganz große Rolle, also speziell dort, wo jetzt Lademöglichkeiten gebaut werden, Schnellladeinfrastruktur oder auch diese mittlere Ladeinfrastruktur an Firmen, an den Arbeitsplätzen bis hin zum Einzelhandel, Hotels und so weiter. Dort entsteht ja immer eine höhere Anschlussleistung über die Ladeinfrastruktur, als es der Netzanschlusspunkt hergibt. Und dort wird jetzt sehr oft ein Speichersystem eingesetzt, der halt über Gegenspeisung Netzausbau vermeidet, Lastspitzen dann vermeidet und dann eben über Zusatzfunktionen PV-Strom verteilen kann, Ladepunkte mitmanagen kann. Mhm. Welche anderen Anforderungsprofile haben Sie denn bei Gewerbespeichern? Was ist bei Ihnen so der wichtigste Trend für Ihre Gewerbespeicher? Für uns sehr wichtig ist, dass wir Elektrofahrzeugbatterien, also die Mobilität, mit dem Energiemarkt verbinden. Wir arbeiten sehr viel mit Batterien aus Elektroautos. Die haben halt den Vorteil, dass man sie in solchen Speichern sehr leistungsstark, sehr energiedicht einsetzen kann. Und dass man sie halt sowohl als neue Batterie als auch dann als Second-Life-Batterie eben in den Energiemarkt überführen kann. Das heißt also auch auf der Batterieseite muss eine viel größere Vielfalt abgebildet werden und gemanagt werden vom Speicher. Absolut, genau. Also man muss jetzt in der Lage sein, dass man mit Batterien, Autobatterien zum Beispiel, unterschiedlicher Größe, Mechanik, Spannungslage oder unterschiedlichem Alterungszustand, Kapazität arbeiten kann. Dann kommt da eine Leistungselektronik mit dazu und dann fällt eben diese große, wichtige Aufgabe dem Energiemanagement zu, dass man diese ganzen verschiedenen Einheiten zusammen als ein Orchester sozusagen orchestriert und betreibt und gemeinsam bestmöglich nutzbar macht. Also sehr großer Softwarebestandteil dann wieder für solche Speicher. Sie haben gesagt, viel Leistung wird gefordert. Sie haben gerade beschrieben, welche Funktionalitäten der Speicher leisten muss. Nun ist es ja im Gewerbebereich so, die Leute wollen am liebsten gar nichts zahlen. Ja? Muss man denn so einen Speicher kaufen? Also wir haben auch gemerkt, dass die Hürde Kauf mit dann Finanzierung, Abschreibung, irgendwann End-of-Life-Entsorgung eine ist, die häufig nicht funktioniert, während man so einen Heimspeicher vielleicht für 20 Jahre planen kann. Der ist an seiner PV-Anlage, der bleibt am gleichen Ort, der wächst vielleicht, aber bleibt sonst gleich. Ist ein Gewerbe- und Industriespeicher häufig viel dynamischer, wächst in Leistung, in Kapazität und vor allem in den Anwendungen, die Sachen, die er macht. Dafür ist der Business Case, die Planbarkeit, der Horizont, den ich sehe, häufig kürzer. Und deswegen bieten wir jetzt alternativ zum Kauf auch Mietkauf oder Leasing, bis hin zur Miete, dass man den wirklich nur für den Zeitraum, wo man ihn braucht, auch flexibel anmieten kann. Das heißt, auch bei den Geschäftsmodellen, bei der Finanzierung, gibt es eine höhere Vielfalt von Möglichkeiten. Sie müssen nicht mehr kaufen. Genau, man muss nicht mehr kaufen, höhere Vielfalt, geringere Hürden. Es war noch nie so einfach wie jetzt, sich einen Speicher, wenn auch nur zur Miete beispielsweise, anzuschaffen. Und haben Sie es schon mal gemacht mit dem Kunden? Ja, also wir haben jetzt bei einem Industriekunden, wo mir das Projekt ganz gut gefällt, der hat halt sommerlastige Lastspitzen, jetzt den Sommer gut hinter uns gebracht, der hat die Lastspitzen runtergebracht, braucht jetzt das Netz nicht ausbauen, das wäre sonst notwendig geworden. Jetzt geht der zurück, wir schauen, dass wieder alles passt, so dass er zum nächsten Einsatz geht, in dem Fall ein winterlastiger Industriekunde. Und dann wird es auch ökologisch, ein Speicher, zweimal im Jahr genutzt, vermeidet an beiden Stellen Netzausbau und eben es ist sehr wirtschaftlich für den Anwender. Sehr spannend, welche Innovationen da möglich sind, Technik, kaufmännische Seite, Anwendung. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche gute Geschäfte. Vielen Dank. Ja.